Der berühmte Kalif Harun al-Rashid durchstreifte in Verkleidung die Straßen der Stadt, um zu sehen, wie die Menschen zurechtkamen. Durstig von seinem Streifzug betrat er das Teehaus. Ich frage mich, was ist eigentlich mit den Leuten da oben im Palast los? Die haben doch nicht die geringste Ahnung davon, wie man ein Königreich regiert. Oh. Die sitzen den ganzen Tag rum und streiten darüber, welche Farbe der neue Vorhang haben sollte. Wir haben unsagbar viele Schwierigkeiten in diesem Königreich und die Herrscher haben nicht den Hauch einer Ahnung davon. Was würdest du tun, wenn du die Verantwortung hättest? Oh, guter Mann, das hättest du nicht sagen sollen. Naja, ich würde alles in Ordnung bringen. Ich würde die Arbeitslosigkeit beseitigen, die Armut und die Kriminalität. Haha, glaubt mir, wenn ich im Königreich herrschte, würde es uns allen viel besser gehen. Sehr richtig. Amir ahnte natürlich nicht, dass er den Kalifen auf eine Idee gebracht hatte. In der folgenden Nacht brachten Soldaten den schlafenden Amir hinauf in den Palast. Willkommen. Hm? Hä? Wo bin ich? Im Palast. Eure Hoheit, wie bin ich denn hierher geraten? Ich hab dich herbringen lassen. Aber wozu? Als ich deinen Ausführungen zugehört hatte, da wusste ich, dass du ein Königreich besser regieren kannst als jeder andere. Oh, das wart ihr? Oh, es tut mir ja so leid. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich wollte euch nicht erzürnen. Schon gut. Nein, 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 das hast du nicht. Ehrlich gesagt hast du mir sogar einen Gefallen getan. Nachdem ich dir zugehört hatte, wurde mir klar, du würdest ein viel besserer König sein als ich. Hä? Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, den Thron zu räumen und dich auf denselben zu setzen. Das heißt, von nun an wirst du der neue Kalif sein.